Wirklich schon gewundert, was die Straßen hier für eine gute Qualität haben, ne? Auch auf der Autobahn, also keine Ampeln. Keine Ampeln, ja, aber auch so keine Schlaglöcher groß oder so. Besser als in Deutschland. Ja, unglaublich. Ich habe echt noch nicht eine einzige Ampel gesehen hier. Nicht eine einzige. Ne, stimmt. Wahnsinn. Ja. Und das funktioniert. Ja. Klappt ganz gut. Ist mehr so Kreisverkehr, ne? Und rechts vor links. Toll. Und jetzt ist Stau. Eine Ampel. Eine Ampel. Eine Fußgängerampel. Eine Fußgängerampel. Ein Zebrastreifen und eine Ampel. Aber äußerst selten, dass hier Ampeln sind. War die erste. Ja, und der Strom, ich zeige euch das mal, ist halt hier oben so und dann geht das zu den Häusern. Also so wie früher. Oder in England, da ist das auch so. Da sind halt die Hauptleitungen und dann geht das zu den Häusern ab. Manche Häuser, die haben einfach so keine Dachziegel, die haben einfach so Pappe, diese Dachpappe, Teer oder wie heißt das? Ja. Die haben keine Dachziegel. Da ist auch wieder so eins. Ach, Baum davor, toll. So ist halt sehr viel Grün und Natur und Bäume und mich haben gerade auch, als wir da auf diesem, das ist ja sehr ländlich gewesen, da sind sehr viele Tiere. Sieht man das hier? Zwei Tiere gestochen und weil ich jetzt nichts habe, ich habe mir da einfach Bananenschale draufgelegt in der Verzweiflung, weil das so gejuckt hat. Ja, hilft. Bananenschale auf Insektenstiche. Sehr gut. Noch hier in dem Haus und wie man sieht, also hier sind so, hier war ein Dachschaden, das Dach ist jetzt aber wieder dicht und hier muss man viel machen, aber wir haben uns ein bisschen verliebt ins Haus. Sehr schön hier. So, also, boah, das war jetzt auch die längste Besichtigung, die wir hatten, oder? Deutsches Wetter haben wir jetzt jedenfalls. Ja, es ist jetzt gerade voll hier so leichtes Gewitter und richtig Regen. Aber da
ist schon mal auf jeden Fall viel wert, dass der das jetzt vermittelt, dass er diese ganzen handwerklichen Kontakte hat. Ja, aber der hat ja auch gesagt. Ja. Ja, mach du. Ja, also ich habe ja euch schon gezeigt, dass da halt ein Wasserschaden war und das muss alles abgemacht werden, die Verputzung und neu verputzt. Und dieser Mann, der das vermittelt, das Haus, der ist kein Makler, der ist halt Handwerker. Und er lebt halt von diesen Folgeaufträgen, die sich durch die Vermittlung ergeben. Habe ich das jetzt richtig? Richtig, wobei er momentan eigentlich auch keine Zeit hat für neue Aufträge, weil er fast das ganze Jahr komplett ausgebucht ist. Ja. Da das aber direkt Nachbarschaftsgebäude ist, wäre das für ihn kein Problem, das da zu vermitteln mit seinen Angestellten und auch selber was macht, weil er ein altes Haus noch direkt daneben ist, wo er halt seine Hunde auch noch leben hat. Ja, also wir waren richtig begeistert von dem Grundstück, was ja 3300 Quadratmeter hat. Und auch das Haus, das ist richtig schön, den Dachboden, den kann man richtig schön ausbauen. Und das Doofe ist jetzt allerdings, dass die Verkäufer, das sind Ungarn, die wollen das so schnell wie möglich verkaufen, weil da sind wohl Schulden auf dem Haus, was man aber angeblich bei der Vertragsübergabe wäre die Bank dabei und wir würden dann, bei der Vertragsübergabe, Unterzeichnung, wir würden dann der Bank das Geld geben und somit wären die Schulden dann erloschen. Ja, und der Mann, der uns das vermittelt, der würde halt das auch alles renovieren. Neue Fenster, neue Türen, verputzen, streichen, dass die Wände glatt sind, den Dachboden entrümpeln, da sind noch so, keine Ahnung, Bettdecken und so, ja, das ist, weil es schmilzt. Ja, jetzt haben wir erst einmal Heizung an in Ungarn. Ja, wir sind halt richtig geflasht, das war, also hat mir super gefallen. Die Aussicht auf einfach nur Berge und Wald. Und ja, wir sind jetzt so verblieben, wir lassen das jetzt alles Revue passieren, melden uns morgen bei ihm und wenn wir das kaufen möchten, dann fahren wir Freitag nach der Abreise von unserem Ferienwohnung nochmal dorthin, treffen uns dort, gucken nochmal in Ruhe, gucken uns den Keller an und alles. Ja, ich bin gerade so ein bisschen geflasht und alles. Man kauft ja auch nicht jeden Tag ein Haus, ne? Wenn wir eins kaufen. Ja. Aber es war das Schönste von denen, die wir bis jetzt gesehen haben. Also ja. Das Haus, die Aufteilung. Auch von der Lage ist das halt schön. Ja, dreiviertel Stunde bis in Österreich, dreiviertel Stunde bis in Kroatien, ja. Fährst 4 Stunden bis in Kroatien am Mittelmeer. Ja. Ja, im Mittelmeer ist das da. Ja, Adria ist da. Ich glaube schon, dass das Mittelmeer ist. Also 4 Stunden bis Kroatien. Allerdings der nächste große Einkaufsladen. Was sagt er? 22 Kilometer. So Lidl oder so. Weil, ja, ist halt hier nicht. Hier sind so Dorfläden oder die kommen auch zum Haus und liefern. Aber sowas wie Salat und Kartoffeln kann man gar nicht da kaufen in diesen Dorfläden, weil die alle hier selber anbauen. Und aber ein Krankenhaus 5 Minuten entfernt, genau. 24 Stunden Notfallärzte. Aber sowas haben wir ja eigentlich gesucht. Ich fahre lieber einmal im Monat einen riesen Großeinkauf machen. Ja, wir wollen ja auch selber später viel anbauen. Genau, selbst größtenteils versorgen. Und sowas wie Nudeln und so, das kann man sich ja auch auf Lager legen. Und in, weiß ich nicht, wann auch immer wir dann wirklich auswandern, wann wir das schaffen, ist hier vielleicht auch dann ein Aldi oder was auch immer. Und selbst wenn nicht. Ja, das war schon echt toll. Naja, jetzt gucken wir, ob wir irgendwo was essen gehen können. Wir haben jetzt hier die ganze Zeit im Auto vor diesem Restaurant gewartet. Es gibt wieder zur Abwechslung Pizza. Einmal Margherita für meinen Sohn. Und wir haben wieder diese vegetarische, die wir auch gestern da in Fonjord gegessen haben, bestellt. Allerdings war die jetzt hier 3 Euro hat eine Pizza gekostet. Wir sind hier so sehr ländlich und hier ist es sehr viel günstiger. Und ich habe sogar noch Erbsen mit drauf. Sehr schön. Ja, die lassen wir uns jetzt schmecken. Dann zeige ich euch noch eben schnell hier so ein Koop. Wir wollen nämlich gerne Salat kaufen, den es nirgendwo gibt und hoffen, dass es den hier gibt bei Koop.
nimmst du auch nur noch Natron. Nee, ich möchte nix. Ich möchte meine Pizza weiter essen im Auto. Wir essen nur Schrott die Woche, ja. Fast. Außer jetzt gleich dann den Salat. Aber wir haben Gemüse auf der Pizza. Das ist ja auch schon mal was, ne? Das riecht ja auch wie früher so in den Einkaufsläden. Schön. 1200. Und wir können auch sagen, dass bis jetzt allen Ungarn, denen wir begegnet sind, die sind super nett, zuvorkommend, freundlich. Viele sprechen Deutsch, also so wenigstens, dass man sich verständigen kann. Oder Englisch. Also da haben wir bis jetzt nur positive Erfahrungen gemacht. Ja, jetzt haben wir auch unseren Salat. Und es soll den ganzen Nachmittag jetzt regnen und gewittern. Dann kann ich gleich schön das Video zu Ende hochladen lassen. Was ja bei uns in der Ferienwohnung so schlechtes Internet ist, seit 3 Tagen in Bruchstücken hochgeladen wird. So, wir haben jetzt die lange Reise nach Hause geschafft. Hier wieder in unser kleines Feriendomizil. Und lassen das alles Revue passieren. Und informieren uns, wie das läuft mit Haus kaufen und am besten. Und was wollte ich denn jetzt sagen? Ach so, ja, wir haben ja gesagt, dass das Haus Euro verschuldet ist. Und unsere Frage war jetzt die ganze Zeit, ob wir vor dem Vorvertrag das irgendwo einsehen können. Und ja, das kann man beim Grundbuchamt und das sollte man auch auf jeden Fall machen.